gerade jetzt im Eisenbahn Verlag und das ist mein ganz tolles Buch, das ich jetzt hoffentlich für irgendwelche Personen signieren darf. Ja, das ist wunderschön. Oder? Ja, das hast du selber designt, ne? Das Cover? Selbst designt, genau. Sehr gut. Du bist eine sehr kreative. Ist das gemalt? Ja, mit Photoshop. Finde ich sehr gut. Liebe Ela, du hast schon ja gesagt, darfst nicht mehr nein sagen. Von jeder Farbe ein Zettel, bitte. Eins, zwei, drei. Hört man mich überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich gehe so leise. Dann brüll ein bisschen. Okay, ich brüll. Ich will mit Rot anfangen und das ist egal. Wie du magst. Also ich finde Rot ganz hübsch. Gut, dann fangen wir mal an. Also. Wie sah deine verrückteste Frisur, Haarfarbe aus und warum kam es dazu? Boah, ich bin total langweilig. Ich glaube, meine verrückteste Haarfarbe war mal so ein krasses Kirschrot gewesen, weil ich Rot total gerne mag. Ja. Aber verrückte Frisur gehörst du so leider nicht. Also, gut, rot reicht auch. Rot, knallrot. Schön. So schön, so richtig tiefes, dunkles Rot. Finde ich gut. Halt, in der Schule haben sie dann immer zu mir gesagt, warum hast du dir die Haare denn gefärbt? Ja. Weil ich es gerne mal machen wollte. Aber das ist auch das Verrückteste daran. Du, jeder fängt mal klein an. Wer weiß, was da noch kommt. Gerade bin ich ganz langweilig. Das ist die Natur. Natur? Wow. Natur, okay. Natur. Immer die Nächste. Ne? Ja, sehr gerne. Okay, ganz, ganz viel. Großartig oder grauenvoll? Ohne Begründung. Michael Jackson, Gummistiefel, Butter. Gummistiefel. Ja, was ist mit denen? Großartig oder grauenvoll? Ach so, Butter, ich liebe Butter. Also großartig, schön. Butter ist großartig, umso mehr auf dem Brot, umso besser. Okay, was hältst du von Michael Jackson? Ich fand die Musik echt gut, muss ich gestehen. Klar, der Typ war jetzt nicht der... Aber die Musik? Musik ist echt super gewesen. Okay. Und Gummistiefel krieg ich Schweißmorgen drin. Das also grauenvoll? Ja, genau, grauenvoll. Okay. Das nächste, Mario Barth, der Herr der Ringe, Grießbrei. Grießbrei ist großartig. Ja. Ich liebe Grießbrei. Ja. Herr der Ringe fand ich die Bücher, fand ich jetzt nicht so toll, die Filme fand ich gut und Mario Barth ist mir zu aufgetragen. Okay, also voll grauenvoll. Genau. Und ich muss gestehen, ich habe mich leider über seine Sachen kaputt gelacht, aber den Typ finde ich grauenvoll. Okay. So, nächste, Geburtstage, Zugfahrt und Vampirromane. Das ist schwer. Ja. Geburtstage sind grauenvoll. Ja. Ich mag es nicht zu, also ich mag es nicht zu feiern, muss ich gestehen. Ich lasse mich gerne feiern, aber wenn ich selber organisieren muss, nein. Danke. Okay. Zugfahren, ich liebe Zugfahren. Ich bin eine totale Zugfahrerin und ihr braucht alle kein Auto. Ich mache jetzt mal Fahrradwerbung. Man braucht nur einen Zug und ein Fahrrad. Mehr braucht man nicht. Und Vampirromane gibt es zu viel von meiner Seite. Also grauenvoll. Das sind zwei grauenvolle Sachen. Das ist nicht schlimm, du kannst alles, was du willst. Hast ja nur die zwei Auswahl. Geburtstag und Vampirromane. Grauenvoll, Zugfahren, top. Sehr schön. Audrey Hepburn, New York, Schlangen. Ich muss gestehen, Audrey Hepburn ist nur ein Name für mich. Schande über mein Haupt. New York, grauenvoll, weil irgendwie alle hin zum Kunst dahin möchte. Ja. Und Schlangen finde ich jetzt auch nicht so toll, also auch okay. Grauenvoll. Super. Das war es auch schon hierzu. Ja. Und the last one. Du findest ein verletztes Eidelhorn in deinem Garten. Was tust du? Es wird ganz viel Liebe überschütten. Ah, okay. Ja. Und davon wird es wieder gesund. Ja, bestimmt. Muss ja, ne? So, weil die Ela das Einhorn gefunden hat, bekommt sie jetzt ein Wappen. Ja, das passt super auf die Bühne. Ja. Stylisch. Perfekt. Ja. Super. Ja, Mann. Vielen lieben Dank, Ela. Dankeschön, wir sind da. Ich bin die Amanda Cox. Ja, und was machst du hier auf der Buch Berlin, liebe Amanda? Auf der Buch Berlin zeige ich sozusagen und habe mein neues Buch vorgestellt, Jeder Rach jenseits des Vergessens. Habe aber auch alle anderen Bücher dabei und noch ein paar andere Autoren, die bei uns jetzt im Verlag mit... Das kenne ich auch. Ja. Genau, und die Buch Berlin ist so für uns das zweite Mal Messeluft schnuppern in Berlin. Ja, und wie ist die Luft hier so? Sehr angenehm, hat sehr schöne Gespräche. Ja. Man trifft sehr schöne, sehr tolle Menschen. Schöne auch zwischendurch. Genau. Von daher, schön. Ist sehr gemütliche Messe. Ja, das stimmt. Ein bisschen weniger Trubel, ne? Ein bisschen weniger Trubel und damit fühlt sich das etwas entspannter. Möchtest du mir dein schönes Buch jetzt einmal wirklich so
Ich habe ja nun krass drüber gezoomt nur. Genau, ich zeig's mal hoch. Hier ist jetzt die Fiole mit dran gebunden. Das ist sozusagen das Schmuckstück, was es dazu gibt. Das ist mein Neues. Oh, das glitzert, glänzt sogar. Ja, das ist der Mond, den man dann total schön sieht. Genau. Das ist sehr hübsch. Oh. 2 Jahre Arbeit. Glaube ich dir. Ich finde auch deine Instagram-Bilder zu dem Buch immer sehr, sehr schön. Ja. Da merkt man dann, okay, da kommt Inspiration her und du teilst die ja immer mit uns. Ja. Und der Norden, der zieht mich auch total magisch an. Ja. Also das ist was, wo ich sehr, sehr gerne bin und wo ich mich total wohlfühle. So die Küsten, der Atlantik. Salzluft. Und das spiegelt sich quasi auch in meinen Geschichten. Sehr schön. So, Amanda, Vorplänkelei erledigt, bitte zieh dir 3 Fragen. Ich habe auch eine Farbauswahl. Ja, du musst von jeder eine ziehen. Ich muss von jeder eine ziehen. Dann ist das mein Rot, ein Blau und ein Hellblau. Okay, beginnen wir mit Hell. Finde ich gut. Du findest ein verletztes Einhorn in deinem Garten. Ja. Was tust du? Um Gottes Willen, das ist ja fürchterlich. Ich würde natürlich sofort gucken, warum es verletzt ist, wie ich es... Nein, ich habe noch besser. Ich hole meine Tochter. Sie liebt Einhörner über alles. Und mit ihrer Liebe zu Einhörnern wird sie irgendwas machen, was definitiv dieses Einhorn wieder ganz heil macht. Das ist super. Und weil die Amanda das Einhorn gefunden hat... Herzlich willkommen im Einhornfinderclub. Oh, wow. Vielen Dank. Toll. Das darfst du behalten. Die Frage nicht, ne? Ja, die Frage gebe ich dir zurück. Genau. Das werde ich jetzt immer tragen. Sehr schön. Geh so. Genau. Okay. Dann rot. Ja. Wie empfindest du den Hype um Einhörner? Vorsicht, Fangfrage. Bin ich jetzt schon wieder? Ja, aber in dem Fall ist es eine andere Frage, die zählt nicht. Vorsicht, Fangfrage. Wie empfindest du den Hype um Einhörner? Ich muss zugeben, am Anfang dachte ich mir, wieso jetzt Einhörner? Was hat das für eine Bedeutung? Ja. Und es geht, glaube ich, in 2 Richtungen. Da ich ja so auch sehr, sehr spirituell schreibe, denke ich, dass es irgendwas auch eine Bedeutung hat, dass über eine andere Bewusstseinsebene diese Einhörner ganz, ganz, ganz viele Menschen gerade, oder die Kraft der Einhörner ganz viele Menschen gerade berührt und dass das dazu beiträgt. Und die andere Seite ist, dass wenn so ein Hype oder wenn aus so einer Intention irgendwas gemacht wird, dass natürlich auch das Kommerzielle sofort aufspringt und dann diese Knuddel-Einhörner und Stühle und Karten. Genau. Und alles irgendwie. Interviewreihen. Genau. Aber ich glaube, dass es so die stärkste Intention einfach ist, dass irgendwo da etwas gerade ganz, ganz stark ist und die Menschen, die empfänglich sind, massiv beeinflusst. Ja. Auf eine sehr positive Art und Weise. Ja. Weil es ist ja auch ein schöner Hype und es ist ein süßer Hype. Und er ist bunt. Das ist ja auch sowas. Ja, ne? Das macht ja auch viel aus. Okay. Cool. Die blaue. Ja. Oh, die ist lang. Ehrlich? Mensch. Großartig oder grauenvoll? Michael Jackson. Lilly Stiefel. Butter. Du musst immer vorne anfangen. Michael Jackson ist für dich großartig oder grauenvoll? Ach so. Okay, danke, dass du mir das erklärst. Gerne, gar kein Thema. Aber ich habe nur die beiden Möglichkeiten. Ja, oder grauenvoll. Es gibt keine Grauzonen. Es gibt keine Grauzonen. Nein. Dann ist Michael Jackson für mich grauenvoll. Okay. Gummistiefel sind großartig, weil ich liebe es, in den Wald zu gehen. Gut. Butter ist auch grauenvoll. Mario Bart. Ja. Also ich würde immer grauenvoll sagen, weil man hat ihn über. Ich tendiere auch dahin. Hättest du mich das vor 3 Jahren gefragt, hätte ich noch gesagt. Großartig, ich kann lachen. Genau, aber das ist vorbei irgendwann. Der ne? Herr der Ringe ist absolut großartig. Ja. Grießpreis ist auch großartig. Ja. Geburtstag ist großartig. Zugfahren ist grauenvoll. Vampirromane großartig. Audrey Hepburn, grauenvoll, vielleicht. New York auch, grauenvoll, cool. Und Schlangen, großartig. Geil. Sehr schön. Wunderbar, liebe Amanda, das war's schon. Okay, vielen Dank.
tolle Fragen und ich freue mich auf Leipzig. Ich habe und es endlich mal ja. Lieben Dank. Gerne. Hallo, wer bist Hallo. Denn du? Ich bin Saskia Lewis. Nee. Ja, ich weiß. Guck mal hier. Ja, aber das kann sich ja jeder draufschreiben. Also ich könnte das ja, ja auch sein. Ihr, die Leute verprügeln sich, die es draufschreiben. Ach so. So. Und ich bin die Autorin der Engelstein-Trilogie. Ja, da hat gerade jemand frech dran gedreht. Da ist Teil 1. Ja, da ist Teil 1 und das ist mein aktueller Teil, Teil 2. Halt still, nicht rumfuchteln. Ah, oh, das ist wunderschön, Saskia. Dankeschön. Bitte gerne. Teil 3 kommt auch nächstes Jahr schon im Frühjahr. Zur Leipziger Buchmesse, ne? Ja. Ja, Mann. Ich freue mich. So, du hast schon ja gesagt, du kennst das ganze Spiel auch schon. Du bist ich da ja nicht mehr jungfräulich. Zieh dir mal von jedem Zettel bitte einen Zettel, Farbe. Wenn ich mir blöde Einhorn habe, ne? Das wird wundervoll. Du hast da eine Ostsee geprobt. Ich habe jetzt nur einen Zettel gezogen. Aber ja, das, willst du die anderen auch gleich? Ja, ich zieh die gleich mit. Ich bin ja nicht blöd. Wir haben schon so viele Einhörner dieses Mal. Ich kann mir das gar nicht erklären. Abgezogen. Sie schmeißt die Frage weg. Ich bin entsetzt. Tut mir leid. Okay. Gut. Welche drei Buchcharaktere wären für dich in einer gemeinsamen Vierer-WG die besten Mitbewohner der Welt? Die Frage ist doch, für welche Zwecke? Okay, du brauchst einen Koch. Ich brauche einen Koch. Also, drei Buchcharaktere drei. Für die Vierer-WG mit mir. Ja, du bist die vierte. Ich glaube, ich würde mit drei Männern wohnen. War klar. Einfach aus dem Grund, dass ich die halt auch nicht teilen möchte. Wenn ich jetzt zwei Männer eine Frau nehme, dann muss ich die ja teilen. Das möchte ich nicht. Ich glaube, ich würde dann nehmen... Ist das schwierig? Ja, ist es. Drei Stück gleich. Ja. Die werden ja auch aufeinander eifersüchtig und so. Ja. Ey, Mäuschen, ich bin übrigens hier, ne? Nicht da, nicht ja. da oben. Ja. Okay. Ich würde, glaube ich, einmal den Kaol aus Sarah J. Maas Reihe nehmen. Kaol ist aus dem ist einer meiner absoluten Lieblingsreihen von Sarah J. Maas, wo ich natürlich absolut den Titel vergessen habe. Das ist nicht schlimm. Den würde ich Kaol nehmen. Was? Ja, die Throne of Glass Reihe, genau. Ah. Und da würde ich Kaol nehmen, weil der kann gut kämpfen, der kann mich gut verteidigen und er ist heiß. Okay. Dann würde ich Ron Weasley nehmen, weil es einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist, der ultra lustig ist. Und er ist auch einfach heiß. Gut. Und als drittes würde ich wahrscheinlich Mr. Darcy nehmen. Jawohl. Ja, einfach weil ich ein stolzer Vorurteil-Fan bin. Ja, und weil er dir die Hand hält, wenn du aus der Kutsche steigst. Eben. Ja, Mann. Und ich könnte ihm beibringen, meine Haare zu flechten. Ja. Und ich glaube, er hätte einfach sanfte Hände. Ja, ich und weiß nicht, er ist einfach heiß, ne? Und er ist einfach heiß. Er kennt vielleicht ein Muster. Ja. Okay, die nächste Frage ist, verrät zu uns den Spitznamen, den dir deine Familie gab. Also meine Mutter nennt mich immer Motte. Süß! Ja, ich weiß nicht, warum sie das tut, aber sie nennt mich immer Motte. Meine Brüder haben mich zwischenzeitlich Assi-Sassi genannt. Das hat allerdings keinen bestimmten Grund. Okay, es reimte sich einfach so genau, schön, ja? Nee, sonst einfach Saski. Okay. Saski ist, glaube ich, das Vorherrschende. Okay, und Motte. Ja, und Motte. Süß. Okay. Genau. Und Assi-Sassi vergesst ihr dann ganz schnell wieder. Ja, dann erzählt's uns doch einfach nicht, Puppe. Berliner Currywurst oder Berliner? Berliner. Eine Süße? Ich bin ganz eindeutig, ich kenne dich auch noch ich so. Ich stehe auch gar nicht so auf Currywurst, muss ich sagen. Okay. Super. Dankeschön, liebe Saskia. Ja. Herzlich willkommen zu Runde immer noch 5, zu Teil 9. Das ist der letzte Interviewteil, Leute. Und ich hoffe, das klappt alles so. Und deshalb hoffe ich jetzt mal, dass wir eine besonders schöne Frage rausziehen. Da, wir nehmen hellblau. Und zwar, die Frage lautet... Oh, das ist eine komplizierte letzte Frage, aber die macht Spaß. Welche drei Buchcharaktere wären für dich in einer gemeinsamen Vierer-WG die besten Mitbewohner der Welt? Das heißt, du wohnst mit drei anderen Buchcharakteren zusammen. Wer wären die? Ich bin gespannt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, mitgeguckt habt. Ich lose wahrscheinlich an dem Sonntag nach der Leipziger Buchmesse aus. Das ist also der 26. März. Ja. Habe ich mir fest vorgenommen. Macht's gut!